Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut TV. Ja, wie schon angekündigt, habe ich vor, hier ein Review zu führen, und zwar von dem Film Barbarian. Der kam im September letzten Jahres in die US-Kinos und hat es ab Dezember letzten Jahres auf Disney Plus geschafft hier. Der kam gar nicht erst in die Kinos, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, dieser Film hätte in den Kinos wunderbar funktioniert. So habe ich ihn mir gestern auf Disney Plus als Streaming-Angebot reingezogen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert, allerdings ein wenig Abstrichen. Also das ist ein Film aus dem Jahr 2022 von Zach Gregor. Es hat drei tragende Schauspieler als gute Rollen, und zwar haben wir hier Georgina Campbell, von der ich vorher noch gar nichts gehört habe. Ich habe keine Ahnung, ob die noch irgendwo anders mitmacht, oder ich bin bei Schauspielernamen bin ich, also mein Namensgedächtnis ist unterirdisch, ja. Es kann sich mich jemand vorstellen und ich habe es im selben Satz noch vergessen, wie der heißt. Auf jeden Fall haben wir dann noch Justin Long, den wir zum Beispiel, aber auch noch aus vielen anderen Rollen aus Jeepers Creepers kennen. Er ist ja der Bruder von dem Geschwisterpaar, die den Film begleiten. Und dann haben wir Bill Skarsgård, der wohl momentan bekannteste der Dreien in der Schauspielerwelt, und zwar ist er der 2017er Pennywise zum Beispiel. Er hat seine Rolle damals sehr gut gespielt und er hat durch seine markante äußerliche Erscheinung hat er schon sehr, sehr viel Potenzial, genau in solche Rollen zu schlüpfen. Man kauft ihm nicht immer gleich ab, ist er der Bösewicht oder doch jemand, der zufällig am falschen Ort zur falschen Zeit gelandet ist und einfach wirklich nur der liebe Junge von nebenan ist, oder hat er was Böses, führt er was Böses im Schilde. Man sieht es ihm nicht direkt an, aber in dem Barbarian hat er schon bis zu seiner, ich sag jetzt mal, bis zu seinem Verschwinden in dem Film, also bis man ihn dann nicht mehr sieht, hat er wirklich offen stehen gelassen, ist er der Bösewicht oder nicht, ja, also man wusste es nicht, und genau das macht den Film auch aus, dass er ihm wirklich, er konnte wirklich mindestens ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte des Films sehr gut überzeugen. Der Film hat sehr atmosphärisch für mich, kam sehr atmosphärisch für mich rüber, sehr geile Kamerafahrten, wunderschöne Momente, die man so nicht mehr in jedem Horrorfilm bekommt. Also diese ruhigen Akzente, diese Kamerafahrten, dieses Unheimliche, diese unterirdischen Gänge und dieses einfach ins Dunkle zu blicken und selbst nicht zu wissen, würde ich jetzt als Person da lang gehen oder nicht. Ja, also ich meine, ich bin jetzt kein ängstlicher Mensch, aber genau diese unheimlichen Sachen werden da in einem hervorgerufen und genau das macht einen Horrorfilm für mich aus. Es kommt dann auch noch sehr, sehr, wie gesagt, ich möchte hier erstmal nicht spoilern, ich werde gleich noch spoilern müssen, um hier klarzustellen, was ich gut und was ich nicht so gut fand. Ich werde euch aber ab dem Punkt, wo ich dann spoilern werde, werde ich euch Bescheid sagen, so dass ihr das Video rechtzeitig ausmachen könnt, weil ich gebe euch jetzt einen Tipp, schaut diesen Film, Barbarian, schaut diesen Film auf jeden Fall spoilerfrei, schaut euch am besten nicht mal den Trailer an, um wirklich überrascht zu werden, denn nur so könnt ihr zumindest die erste Stunde sehr atmosphärisch dichten, guten Film genießen. Alles, was danach kommt, ist was anderes, ist eine andere Story, ist eine andere Geschichte, ist ein anderes Gefühl des Filmeschauens, aber die erste Stunde ist wunderbar. Und ich habe mir nach der Sichtung des Filmes, um mich auf diese Review hier vorbereiten zu können, habe ich mir nochmal zwei, drei andere Reviews reingezogen von Leuten, die das besser machen und schon länger machen als ich. Und die sind genau derselben Meinung, wie auch ich es direkt nach dem Film war. Der erste Teil, nicht mal eine Stunde, aber ungefähr eine Stunde, der erste Teil, wunderbar atmosphärisch, angsteinflößend, unbehaglich, ja, hat sich dieser Film angefühlt. Alles, was dann ab diesem bestimmten Punkt danach stattfand, ist dann was anderes. Ist eine ganz andere Machart von Film, als hätte ab da jemand anderes Regie geführt. Und das macht vielleicht den Film auch aus. Er hat den Film deswegen nicht schlechter gemacht, aber die Atmosphäre war auf einmal nicht mehr so, wie sie vorher war. Und das kann auch
denke ich mal, niemand abstreiten, der den Film schon gesehen hat. Ab einem bestimmten Punkt hat dieser Film eine andere Wirkung auf einen selbst, ja. So, und das ist auch der Punkt, wo ich jetzt anfange zu spoilern. Ich werde jetzt den Film ganz kurz in groben Sätzen erklären. Ihr werdet dann auch erfahren, um was es geht und ab welchem Punkt mir der Film dann nicht mehr ganz so, mich nicht mehr ganz so vom Hocker gerissen hat und auch anders auf mich wirkte. Das werde ich euch jetzt gleich noch erklären. Ab jetzt wird dann gespoilert und wer nicht gespoilert werden möchte, dann ab jetzt. Ich weiß, das kostet mich vielleicht Zeit von gesehenen Videozeit, ja, aber das ist egal. Das ist wichtiger, dass ihr den Film auf jeden Fall spoilerfrei schaut. Und für mich persönlich wäre es schade gewesen, wenn ich mich hätte vorher spoilern lassen und mir dann den Film reingezogen hätte, weil ich bin mit null Erwartungen daran. Ich wusste nur, Bill Skarsgård macht mit und es ist ein Horrorfilm. Mehr wusste ich nicht, mehr wollte ich nicht wissen und deswegen hat mich der Film auch bis zu einer bestimmten Zeit, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch sehr, sehr, sehr mitgerissen, ja. Und ja, dann erzähle ich euch ganz kurz was vom Film. Ab jetzt wird gespoilert, Leute. So. Ja, also wie gesagt, die Dame im Film, gespielt von Georgina Campbell, Tess Marshall, hat eine Beziehung hinter sich, ja, möchte auch einen kompletten, ja, Lebenswandel machen, ja, und bewirbt sich irgendwo in Detroit, so ein Vorort von Detroit, hat dort am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch und hat sich erstmal ein Airbnb, heißen die Dinger, glaube ich, so eine Mietswohnung, so ein Mietshaus, angemietet online und kommt da mitten in der Nacht an, im strömenden Regen und ja, bemerkt dann, nachdem sie den Schlüssel im Schlüsselkasten nicht wiederfindet, merkt sie, dass das Haus schon vermietet ist. Ja? Sie wird begrüßt von Keith Toschko, ja, gespielt von Bill Skarsgård und erstmal ist sie ein bisschen unempfänglich für die Situation. Sie glaubt sich im Recht, er glaubt sich im Recht. Beide sind sich dann irgendwann einig, dass keiner von denen Unrecht hat, dass die Hütte halt zweimal vermietet wurde, weil, ja, passiert halt. Online kann sowas passieren. Und beschließen dann kurzerhand, die eine Nacht zusammen im Haus zu verbringen. Also sie darf das Schlafzimmer nehmen, er schläft auf der Couch. Und so kommt es dann erstmal zu einer unheimlichen Begegnung, sage ich jetzt mal, weil die Tess eine sehr vorsichtige Frau ist. Ist auch gut so, man kauft es ihr ab, man findet es gut, dass sie so vorsichtig ist und nicht gleich so tölpelhaft, wie in anderen Filmen die Frauen manchmal dargestellt werden. Möchtest du was trinken? Ja, gerne. Ja, mache ich dir noch ein paar Tröpfchen rein und dann gute Nacht. Ja, das ist genau diese Vorsicht, die da auch wirklich sehr gut ankommt. Die Frau scheint wirklich ein bisschen was im Kopf zu haben. Man nimmt ihr die Rolle auch sehr gut ab, die Vorsichtigkeit und sie kontrolliert auch ohne seines Beiseins seinen Personalausweis, ob er wirklich der ist, der zu glauben scheint oder der ihr zu ihr Glauben weiß machen zu müssen. Das war jetzt nichts, aber ihr wisst, was ich meine. Und auf jeden Fall, ja, am nächsten Tag, sie hat ihr Vorstellungsgespräch und er ist dann woanders unterwegs, ja, sie kriegt auch kein anderes Hotel, weil er gerade irgendeine Convention am Start ist, in der Stadt, sie kriegt da auch kein anderes Hotel. Na, auf jeden Fall wird ihr nochmal von der Frau, wo sie ihr Vorstellungsgespräch hat, da wird ihr nochmal ganz dringend abgeraten, einen anderen Übernachtungsort sich auszusuchen als genau dieses Airbnb in diesem total runtergekommenen Vorort von Detroit. Sie kommt dann wieder nach Hause, sage ich jetzt mal, also in dieses Mietshaus von Keith ist keine Spur, also er ist auch gerade unterwegs und sie, was möchte sie denn machen? Ja, genau, sie geht in den Keller, weil sie Klopapier holt. Ja, sie kommt hoch dann wieder mit einer Rolle Klopapier und dann denkt sie sich, hey, was ist denn da unten überhaupt noch alles los? Gucke ich mich mal um und findet dann, vor Neugier spielt sie halt hier und da ein bisschen rum und zieht so an der Schnur, die aus einem Loch in der Wand ragt, zieht sie ein bisschen und öffnet dadurch eine geheime Tür. Ja, das ist in dem Kellerraum. Übrigens muss ich dazu sagen, sie hat sich aus Versehen in den Kellerraum eingeschlossen. Genau, Schlüssel ist draußen,
Tür fällt zu, sie ist gefangen und muss warten, bis Kies wiederkommt. Deswegen spielt sie da im Keller ein bisschen rum, ja, zieht an der Schnur, eine Tür öffnet sich und sie läuft erstmal so einen dunklen, dunklen Gang. Und bis sie diesen Gang überhaupt beschreitet, weil das ist ein relativ langer Gang, lass es 10 Meter sein, 10 Meter können viel sein, sie bastelt sich aus einem Spiegel, der schräg steht und die Deckenleuchte in dem einen Kellerraum bescheint, bastelt sie sich praktisch eine Notbehelfslösung für eine ja, schwache Beleuchtung der Räumlichkeit. Und selbst da, genau das meine ich, das ist die Atmosphäre, die da auf einen wirkt. Allein das, die Kamerafahrt, der Blickwinkel in dieses Dunkle, macht diesen Film bis dahin noch zu einem sehr, sehr geilen Film, einen sehr guten Film. Was dann halt noch tragend ist, sie läuft den Gang lang und findet dann einen kleinen Raum, der auch noch beleuchtet ist. Ich weiß jetzt nicht, nee, sie macht das Licht an, stimmt. Sie macht das Licht an in diesem Raum und da findet sie nur ein absolut schäbiges Bett, ein kaputtes Bett, total beschmiert, ein blutiger Handabdruck an der Wand, eine alte Kamera, eine wirklich jahrzehntalte Kamera und einen Eimer. So, also Eimer, alles total schmuddelig, sehr gut inszeniert, total dreckig und da kriegt sie dann erstmal Panik, weil man könnte sich schon vorstellen, dass hier ja, sonst was gefilmt wurde und ich meine, ein Bett, ein Eimer, und eine alte Kamera. Mehr ist in dem Raum nicht los, ja. Sie rennt zurück in den anderen Raum, in den Kellerraum und sieht dann auch, dass Keith nach Hause gekommen ist. Ja? Sie klopft ans Kellerfenster, er hilft ihr raus, sie erzählt ihre Story und er möchte sich das unbedingt angucken. Sie möchte da aber nicht mehr mit, ja, sie möchte da absolut nicht mehr in den Raum und ja, er verschwindet für mehrere Minuten. Irgendwann ruft sie nach ihm, hört aber nicht, dass er zurückruft oder irgendwie doch Hilfe, Hilfe, zweimal, ganz dumpf, als wären diese Hilferufe noch viel, viel weiter weg, als dieser Raum eigentlich sein dürfte. Sie überwindet sich, geht wieder Richtung diesem Raum mit diesem Bett, mit diesem Eimer und dieser Kamera und sieht nichts. Kies ist nicht da, er ist absolut nicht da. Dann findet sie nochmal eine Geheimtür. Ja, sie befindet sich nämlich ganz direkt dort nebendran und nochmal eine Geheimtür, die macht sie auf und sieht dann, was soll ich sagen, noch mehr Dunkelheit und sogar, dass es noch weiter reingeht in die Gewölbe und eine lange, lange, lange Treppe, die nach unten geht ins Finstere. Ja, auf jeden Fall ist das schon so gruselig, so atmosphärisch, dass man da selber... Ja, dass man, wenn man sich auf den Film selber konzentriert, dass man da selber überlegt, würde ich jetzt als meine Person, würde ich da lang gehen oder würde ich den mir bis dahin eigentlich unbekannten Menschen einfach mal dort im Stich lassen und mich verpissen? Das ist echt so eine Frage, die ich mir selber gestellt hätte in dieser Situation. Ich glaube nicht, dass ich in meiner Situation dann dort die Treppe runtergegangen wäre, um zu gucken, ja, mal gucken, was geht denn da sonst noch ab, weil es ist wirklich unheimlich und sehr schön inszeniert, also sehr düster und unheimlich und gruselig. Auf jeden Fall, sie überwindet sich und geht die Treppe herunter, geht immer weiter und hört dann nochmal zwei, dreimal die Hilferufe von Keith und irgendwann auf allen Vieren siehst du Keith auf sie zu robben. Ja, und sie erschrickt natürlich und auch man selber erschrickt ein bisschen, innerlich zumindest, weil das Ganze so im Dunkeln gedreht ist, dass man wirklich auch Licht ausmachen bei uns im Wohnzimmer, dass das Ganze wirkt und dass man überhaupt was sieht, ja, weil das ist wirklich extrem dunkel. Auf einmal sagt er, wir sind hier nicht alleine, irgendwas hat ihn gebissen, ja, und da denkst du schon, geil, was ist das? Ich liebe solche Creature-Filme, ja, wo irgendwelche Kreaturen oder Monster oder sonst irgendwas Unheimliches irgendwo lauert und ich meine, Menschen beißen ja nicht eigentlich, ja, und man fragt sich bis dahin, warum heißt der Film Barbarian und was hat ihn gebissen, bis man es dann sieht. Es kommt eine alte, nackte, total entstellte, verformte Frau angerannt, also die wirklich so trollmäßig aussieht, irgendwie so total kaputt, zerstört, total
entstellt und verwundet und wundgelegen und ich weiß nicht wie, noch sehr, sehr total entstellt auch, ja. Und nimmt Keith seinen Kopf, von dem man bis dahin nicht wusste, ist er vielleicht, hat er was mit dem Ganzen zu tun oder ist er wirklich nur aus Zufallsgründen auch vor Ort? Die Frage stellt sich nach den nächsten paar Sekunden nicht mehr, denn sein Kopf wird an der Wand von dieser alten Frau, von dieser entstellten, gerade beschriebenen Frau, total zertrümmert, total kaputt gemacht, total zertrümmert. Der ist total am Ende und fertig. Und dann kommt dieser Break, von dem ich euch vorhin berichtet habe. Dann ist dieser Break. Dann ist erstmal zappenduster, dann ist erstmal aus die Maus und die Geschichte ist dann erstmal fertig erzählt. Vorerst. Die nächste Szene ist ein Typ, dem es echt gut zu gehen scheint. Er singt im Auto, er fährt mit dem roten Cabrio, fährt er über die Straße und also einen Highway entlang, singt, ist total happy, ihm scheint es gut zu gehen, ihm scheint die Sonne förmlich aus dem Arsch, ihm scheint es auch finanziell gut zu gehen. Er kriegt einen Anruf und nach diesem Anruf muss er erstmal an die Seite fahren, denn es war eine negative Nachricht. Und zwar ist er, hat man mitbekommen, irgendwie so Schauspieler oder Regisseur oder irgendwie sowas im Filmbusiness. Und ihm wurde vorgeworfen von einer Kollegin oder Schauspielerin oder sonst irgendwas, er hätte sie vergewaltigt. Und das kann natürlich in Hollywood-Kreisen oder auch sonst wo, aber in Hollywood-Kreisen sehr schnell zum Ende einer Karriere und zum finanziellen Bankrott führen, des Beschuldigten. Auch wenn er nicht mal Schuld hätte, aber es kann natürlich, ja, es hat Ausmaße, sowas, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass er dann seinen Manager kontaktiert und ihm wird dann von seinem Finanzberater wird geraten, sich von ein paar Immobilien zu lösen, die er jetzt nicht unbedingt benötigt. Er hat ein paar Immobilien am Start, haben anscheinend viele Leute, und ihm wird geraten, sich von ein paar Immobilien zu trennen, um die ganzen Anwaltskosten zu bezahlen und so weiter. Und dieses Airbnb, dieses Mietshaus, ja, gehört am Ende des Tages, gehört das ja ihm, ja, und er hat das Ganze dann vermietet und macht so ein paar Nebenbeieinkommen und es ist so, dass ich dass irgendwie, dass da ab da eine ganz andere Story erzählt wird. Auf jeden Fall fährt er dann zu dem Mietshaus, die ganze Vergewaltigungsgeschichte und so weiter, das kommt gar nicht mehr auf. Das ist irgendwie beiläufig erzählt worden, und wird aber so hoch gepusht, hat aber mit dem Film null zu tun und deswegen ab da verliert der Film an Fahrt und an Atmosphäre. Und das Ding ist, er fährt dann erstmal zu diesem Airbnb und möchte das praktisch so verkaufsklar machen. Das ist nicht so ein langwieriges Ding hier mit Notar und sonst was, wie es bei uns in Deutschland läuft. Du fährst dahin, verkaufst dein Haus und dann ist gut, ja. Und er fährt dann erstmal hin für eine Übernachtung und findet dann auch diesen Raum. Er findet ja erstmal zwei Autos in dieser verlassenen Gegend, nur vor diesem Haus zwei Autos, dann Koffer und lauter Sachen von den zwei Vormietern, sag ich jetzt mal. Und findet dann aber auch diesen Gang. Und diesen Gang geht er dann irgendwie entlang und freut sich, dass das Haus ja doch größer ist, als er dachte, und macht sich da hier schon um die Dollars Gedanken und wie toll doch alles wird, wenn er es verkauft, und misst da alles nach, bis er eben auch zu dieser Mutter, so wird sie genannt, ja, Mutter stößt, zu diesem Wesen. Ich nenne es auch einfach mal Wesen. Man musste sich auch ein bisschen, ich sage, danach noch belesen, wer das jetzt da, wen das darstellt, weil es kommt ja auch ein kleiner Zeitsprung, wo erzählt wird, dass es da einen Typen gibt, der genau in diesem Haus wohnt. Alle anderen ziehen irgendwie weg, weil es da irgendwie nicht so geil ist in der Gegend. Aber er bleibt für immer da. Und da geht es dann auch um so, ich sage jetzt mal, wie soll ich sagen, der Typ, der da vorher gewohnt hat, der hat halt Frauen übermannt, ja, vergewaltigt. Dann gibt es auch so Inzestgeschichten und daraus entstand halt diese Mutter, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Und der Typ wohnt da auch noch in den Kellergewölben. Also alles ein bisschen danach, ein bisschen strange, auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das Ganze. Aber nichtsdestotrotz, die Story funktioniert irgendwie. Obwohl ich mir eine andere Story mehr gewünscht hätte, ja, weil am Anfang bis zu diesem Kopfzerquetschgeschichte ist das wirklich ein geiler Film. Danach komplett atmosphärisch anders. Ende des Lieds
Die Frau lebt noch, hier Tess lebt noch und ist in so einem kleinen Käfig eingesperrt. Und die Mutter, also dieses Wesen da, dieser Trollfrau nackt gewesen da, ja, also die möchte, dass alle Gefangenen da irgendwie ihre Babys sind oder sowas und nimmt auch den anderen da gefangen, den AJ, genau diesen Schauspielkollegen da. Na, auf jeden Fall ist ab da eine ganz andere Story am Start. Und Ende des Liedes, sie können beide fliehen. Und ja, er ist nur irgendwie auf sich aus und versucht dann, um sein Leben zu retten, Tess ins Unheil zu stürzen und sagt praktisch: Hier, nimm sie, du Monster, lass mich in Ruhe. Stößt sie dann noch vom Dach und die Mutter, Wesen-Zeug-Dings, springt hinterher, fängt den Sturz auf. Erstmal überleben alle, aber dieses Wesen, Mutterwesen, da, ich nenne es einfach mal so, Mutter wird es im Film genannt. Ja, fand die Action gar nicht so geil und tötet dann nochmal auf eine ganz grausame Weise diesen AJ. Und wird dann auch aber getötet, ich habe ja gesagt, ich spoiler das Ganze, wird dann aber getötet von Tess. Tess überlebt, ja, alle anderen sterben. Ja, dann ist der Film zu Ende und ich habe direkt gesagt, hätten sie was anderes draus machen können. Die erste Stunde war geil. Bis zum Tod von Bill Skarsgård, also von Keith, war dieser Film wirklich atmosphärisch gut gemacht. Irgendwie hat er ein Gefühl von was Neuem entfacht. Aber die Story von dem Vater von der Mutter, also von dem Typen, der in den 60er Jahren, auch von dem noch gesprochen wird, der in den Laden geht und einfach nur Gummilaken bestellt und irgendwas und eine Kamera und aufstellt und das Ganze filmt und so weiter. Man findet dann auch jede Menge Kassetten mit Namen drauf. Also hat er das sehr, sehr, sehr oft gemacht und wie gesagt, daraus entstand auch so eine generationsübergreifende Inzuchtgeschichte und daraus entstand dieses Mutterwesen, total entstellt, total kaputt und er sah aber auch nicht so fit aus. Also ich meine, in dem Vorfilm sah er noch ganz normal aus und ich weiß nicht, da haben sie auch ein bisschen Mist gebaut, finde ich jetzt persönlich, da hätten sie irgendwie was anderes. Die Story hätten sie noch ein bisschen größer auffangen können, aber ansonsten bin ich wirklich von dem Film sehr positiv beeindruckt gewesen, vor allen Dingen wie gesagt vom ersten Teil. Aber das sagt jeder, von dem ich jetzt gehört habe, dass er über diesen Film berichtet, dass der erste Teil grandios war, wirklich grandios. Und dass ab einer bestimmten Situation der Film einfach nicht mehr so funktioniert wie vorher. Ja, das war meine persönliche Meinung zum Film. Ich würde mir wünschen, wenn ihr vielleicht in euren Kommentaren schreibt, soll ich weiterhin spoilerfreie Reviews machen, soll ich es so machen wie jetzt am Anfang nicht spoilern und dann irgendeine Vorwarnung geben mit Spoiler und dann spoilern oder ab direkt von Anfang an spoilern, weil es fällt mir persönlich wirklich schwer, komplett spoilerfrei an so eine Sache ranzugehen. Ich könnte da zwar ein bisschen üben, aber ich muss ehrlich sagen, die Geschichte dahinter, die habe ich jetzt unbedingt spoilern auch müssen, weil die Story so zu erzählen, wie sie ist, war halt das, wonach mir jetzt war. Also ja, könnt ihr euch selber mal ein Bild machen und mir Bescheid geben. Mich würde es freuen. Eure Meinung ist mir da sehr, sehr wichtig. Und dann gebt mir auch Bescheid, wie ihr die Review fandet, auch wenn ich natürlich immer wieder mit Wortfindungsschwierigkeiten zu kämpfen habe, das ist klar. Ich habe mir hier auch keine Stichpunkte aufgeschrieben. Ich habe einfach hier eine Weblink auf, wo man die Schauspielernamen kennt, weil sonst hätte ich gesagt, der Mann, die Frau und das Muttertierwesen. Ja, und mehr hätte ich da auch nicht zustande gebracht. Aber wie gesagt, ich arbeite an mir selber. Ja, und ja, dann abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Daumen hoch, runter, könnt ihr alles machen. Sehr gerne. Und dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer lieber Olli Uncut von Olli Uncut TV. Ciao!